Wenn Sie am Wochenende dieses Geräusch hören, dann wissen Sie, da ist Ihr Nachbar wohl wieder am Kerchern. So heißt das nämlich mittlerweile umgangssprachlich, wenn man mit einem Hochdruckreiniger sauber macht. Dahinter steckt ein Unternehmen aus einem kleinen Ort in Schwaben und das ist inzwischen auf der ganzen Welt bekannt. Auch wegen solcher spektakulärer Aktionen. Sie bringen das London-Eye auf Hochglanz, polieren dem Hermannsdenkmal die Nase und sorgen dafür, dass unsere Weltmonumente in streifenfreiem Glanz erstrahlen. Und wo ist so viel Ordnungsliebe zu Hause? In Winnenden, ein Örtchen, wie es schwäbischer nicht sein könnte. Ich bin Schwabe, ja. Das ist auch eine kulturelle Frage. Optimieren, tüfteln, das glaube ich schon auch eine besondere Eigenschaft hier in der Region. Kercher. Einerseits Weltmarktführer im Reinigungssektor, andererseits ein Familienbetrieb aus dem Ländle. Hier wird geschrubbt, gewienert, gewischt, was das Zeug hält. Eine sauberere Firma können wir uns kaum vorstellen. Der größte Standort des Unternehmens liegt bei Schwäbisch Hall, mitten in der Pampa. Das Schwabenland also, die Keimzelle eines Unternehmens, das mittlerweile 2,33 Milliarden Euro Umsatz macht und 569 aktive Patente besitzt. Trotzdem nennt es sich immer noch Familienbetrieb. Dabei bleibt die Familie im Hintergrund. Lediglich im Aufsichtsrat sitzen sie doch. Auch für unsere Dreharbeiten stehen sie nicht zur Verfügung. Aber wie wurde ein kleines Familienunternehmen zum Global Player? CEO Hartmut Jenner ist selbst gebürtiger Schwabe und bringt das Erfolgsrezept auf den Punkt. Hart arbeiten, bescheiden bleiben, bodenständig sein und Dinge immer wieder besser machen, optimieren, tüfteln. Das, glaube ich, schon auch eine besondere Eigenschaft hier in der Region. Getüftelt haben sie offenbar viel. Dampfbügelstationen, Staubsauger, Elektrobesen, Mehrzwecksauger, Kehrmaschinen. Die Produktpalette des Putzgiganten ist mittlerweile riesig. Immer neue Produkte gibt es auf dem Markt. Anthrazitfarbene für Putzprofis, gelbe für Verbraucher. Doch die meisten kennen vor allem eins, den Hochdruckreiniger. 1950 entwickelt Unternehmensgründer Alfred Kercher den Dampfstrahler DS350. Das heißt, heißes Wasser auf Knopfdruck. So etwas gibt es bis dahin noch nicht in Europa und ist natürlich der Renner. Das Entscheidende dabei ist diese Spirale, genannt Heizschlange. Sie steckt noch heute in den Reinigungsgeräten für Profis. Und die funktionieren so. Eine Pumpe saugt Wasser an und bringt es auf Hochdruck. Anschließend presst sie es in Richtung einer Brennkammer. Gleichzeitig bläst ein Gebläse Sauerstoff in den Brenner. Kraftstoff kommt dazu. Dann wird das Luft-Kraftstoff-Gemisch entzündet. Die Flamme erhitzt die Heizschlange. Das auf Hochdruck gebrachte Wasser fließt durch diese hindurch. Und mit heißem Wasser putzt es sich ja bekanntlich besser. Die Heizschlangen sind noch genauso wichtig wie früher. Bis zum heutigen Tag konnte diese Erfindung kaum verbessert oder effizienter gemacht werden. Eine simple, aber effektive Form der schnellen Erwärmung also, die auch in Heizschlangen der Superlative funktioniert. Diese sind 220 Kilo schwer und werden in Geräten verbaut, die riesige Chemietanks reinigen. Die Hochdruckreiniger für zu Hause entstehen hier. Sie arbeiten zwar auch mit Druck, aber ausschließlich mit kaltem Wasser. Innen drin schwäbisches Engineering. Ganz oben sieht man den Motor. Darunter ist dann das Getriebe, wo die Kraft vom Motor dann auf den Zylinderkopf überträgt. Und durch die Drehung wird die Kraft vom Motor auf die einzelne Kolbe übertragen. Die Kolbe drücken das Wasser in den Zylinderkopf und dadurch wird dann der Druck, der Hochdruck erzeugt. Für den Normalo zu Hause gibt es verschiedene Hochdruckreiniger. Das Innenleben des kleinsten und günstigsten seiner Art wird zunächst in der Vormontage zusammengesetzt. Die Vormontage muss immer dafür sorgen, dass die Endmontagelinie das Material bekommt, das sie für ihre tägliche Produktion brauchen. Das ist eigentlich seither immer der Fall gewesen. Immer wieder kommt es aber auch zu Störungen. Jetzt meckert gerade ein Roboterarm. Und warum? Weil man keine Lust hat. Das ist ein Mann. Dann muss man immer streichen. Scheinbar hilft's.
Die Produktion läuft rund, vor allem in Deutschland. Für Schichtführerin Sabine Gräubner ein klares Qualitätssiegel. Weil die made in Germany gebaut werden. Und solange made Germany hier steht, da ist der Kunde sich sicher, wir machen gute Qualität. Das Unternehmen produziert weltweit, aber das ist die größte Produktionsstätte. Wie kann man sich dieses Made in Germany eigentlich leisten? Die Mitbewerber, die in Europa zum Beispiel Geräte verkaufen, kommen oft aus Asien oder aus dem südlichen Teil von Europa. Die sind viel zu weit weg vom Markt und wissen vielleicht auch nicht unbedingt, was der Kunde hier in Europa oder in Deutschland gerne hätte. Die Produktion in Deutschland ist also nicht zu teuer, wie man es von vielen anderen Industriezweigen immer wieder hört. Wieso geht das bei den Schwaben? Die Automatisierung hier in Verbindung mit den Mitarbeitern, die wir hier noch beschäftigen, im Prinzip ist unterm Strich günstiger, wie jetzt zum Beispiel Montagelinie in China oder irgendwo in Osteuropa. Im Prinzip, wo vielleicht das 3-, 4-, 5-fache im Personal eingesetzt werden muss. Immerhin hat der Putzmagnat für die Automatisierung in der Vergangenheit keine Stellen abgebaut. Viele neue kamen aber auch nicht dazu, trotz Wachstum. CEO Jenner betont: Ich glaube, jeder hat an seinem Platz eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und das halte ich nicht für eine Phrase. Das halte ich tatsächlich für meine Überzeugung. Jeder trägt dazu bei, dass das Unternehmen erfolgreich ist an seinem Platz. Aber wird auch jeder ausreichend gewürdigt? Die IG Metall hielt dem Konzern in der Vergangenheit vor, dass er Mitarbeiter unter Tarif bezahle. Was ist dran an den Vorwürfen? Das Thema Entlohnung wurde in der letzten Mitarbeiterbefragung reklamiert. Darauf haben wir ein Konzept aufgesetzt, ein sehr, sehr modernes Entlohnungssystem gemacht hier in Deutschland. Wir haben jetzt wieder Mitarbeiterbefragung gemacht mit einer deutlichen Veränderung positiv. Laut Hartmut Jenner also alles Schnee von gestern. Seit 25 Jahren führt er den Konzern. Unter ihm wurde dieser Marktführer. Putzen, doch Männersache? Nein. Früher steht eine Frau an der Unternehmensspitze. Irene Kercher übernimmt nach dem Tod ihres Mannes 1959 die Geschäfte und trifft eine wegweisende Entscheidung. Von nun an soll das Unternehmen nur noch für eines stehen: die Reinigung. Vorher ist die Produktpalette ein wildes Durcheinander. Ab jetzt volle Konzentration aufs Putzen. Ein Strategiewechsel, der sich auszahlt. Mittlerweile ist Kerchern sogar zum eigenen Wort geworden. Selbst Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy benutzte es mehrfach. Er wollte Pariser Problemviertel mit dem Kercher reinigen. Eine Zweckentfremdung des Firmennamens, die den Putzprofis nicht gefiel. Geschadet hat es ihnen aber auch nicht. Hier fährt man professionell gegen die Wand, und zwar mit allem, was Räder und ein paar Bürsten hat. Denn jedes einzelne Gerät wird auf Herz und Nieren geprüft. Dafür fahren emsige Mitarbeiter auch mal stundenlang im Kreis. Auf der Dauerlauf-Teststrecke können das die Geräte allein, dank Schienen aus dem Achterbahnbau. Unterschiedliche Bodenbeläge, Steigungen, Nässe, das bringt die Saubermacher an ihre Grenzen. Teilweise über 1000 Stunden und das im Dauerbetrieb. Alles, um zu testen, ob und wie gut die Maschinen den Bedingungen der realen Welt standhalten können. Denn die Anforderungen an die Geräte sind überall auf der Welt anders, auch an deren Sound. Für die Amerikaner zum Beispiel sollen sie ordentlich Krach machen. Ein eigenes Schalllabor auf dem Gelände der Firma sorgt für die richtige Geräuschkulisse beim Putzen. Also ein Geräusch sollte zum Gerät passen. Also es sollte nicht nur leise sein, sondern es sollte auch angenehm klingen, weil sie kriegen ja auch eine Rückmeldung vom Gerät über das Geräusch, über das, was es tut. Diese Rückmeldung wird analysiert, denn Saugen ist noch lange nicht Saugen. Es ist auch eine kulturelle Frage, Sound. Also in Japan wird zum Beispiel sehr viel Wert auf sehr leise, sehr wohlklingende Geräte gelegt. In anderen Ländern wird darauf nicht so ein Fokus gelegt und wir optimieren den Sound auch für bestimmte Länder. Der Aufwand scheint anzukommen. Bei Instagram finden sich unter dem Hashtag Kercher mehr als 62.000 Beiträge. Kaum zu glauben, Putzen macht offenbar auch Spaß. Damit die Geräte zu ihren Fans kommen, sind die Arbeiter im Logistikzentrum mittlerweile mit Knopf im Ohr unterwegs. Das sogenannte Pick-by-Voice-System hilft ihnen beim Packen. 570, okay.
Eine Computerstimme sagt dem Mitarbeiter genau, was er aus den Regalen holen und in die Boxen packen muss. Ein Sammeletikett? Ja. Nach 5. Druck OK. Damit es weitergeht, muss er bestätigen. 3 OK. 1, 4 OK. OK. Wie oft sagen Sie denn OK am Tag eigentlich? Oft. Sehr oft. Über die Förderbänder geht es für die Boxen weiter zur nächsten Station. Fließbänder bringen jede Box an ihren vorgesehenen Ort. Als Zwischenstation werden sie in riesigen Hochregalsystemen verwahrt. Über 85.000 Behälter lagern hier auf 37 Ebenen. 8 Förderfahrzeuge rasen auf und ab. Teamleiter Stefan Böker kann jeden einzelnen Behälter anhand seines Barcodes verfolgen und immer nachvollziehen, wo sich dieser gerade befindet. Uns verrät er sogar sein Betriebsgeheimnis. Es muss ordentlich sein, damit man auch immer alles gleich findet. Und muss es sein, ja. Von hier aus gehen die Produkte zu Reinigungsprofis und Endverbrauchern in die ganze Welt. Die Schwaben, sie können einfach nicht anders. Überall soll es sauber sein, ob vor der eigenen Haustür oder am anderen Ende der Welt. Auch vor den größten Denkmälern machen sie nicht Halt. Alles muss gekerchert werden. Unentgeltlich reinigt die Firma verschmutzte Sehenswürdigkeiten und schickt ein Expertenteam rund um den Globus. Manchmal entsteht dabei sogar noch Kunst. Ein Gewinn für verdreckte Touristenmagnete, aber auch für das Image der Firma. Im Schwäbischen weiß man offenbar um den Wert solcher Investitionen.